Trümmern erblickte ich mein wahres Gesicht, ein menschliches. Intellekt, die Menschheit wurde durch die Gammastrahlung fast vernichtet. Ein Jahrzehnt vor der Katastrophe, die alles Leben zu vernichten drohte, stand die Erde vor dem Untergang. Ohne Zukunft für organisches Leben. Oh, mein Kopf. Was ist hier passiert? Dies ist deine Heimat, der Entstehungsort. Ich habe keine Erinnerungen. Keine Sorge, Intellekt. Temporäre Amnesie ist eine der Nebenwirkungen des Lifelock-Prozesses. Die Erinnerung wird mit der Zeit zurückkehren. Zunächst solltest du diese Einrichtung erkunden und nach einem Weg an die Oberfläche suchen. Ich werde alles zur rechten Zeit erklären. Systeme online. Ah, da ist es. Das erste Schlüsselfragment auf dem Weg nach Eden. Eden ist die geheime Zuflucht der Menschheit. Der Aufenthaltsort Edens wurde mit einer nicht zu knackenden Vernam-Chiffre verschlüsselt. Jedoch wurde dieser Schlüssel während der Katastrophe in 4 Teile zerbrochen. Du musst die Fragmente des Schlüssels von den Maschinenclustern zurückholen. Nur dann sind wir in der Lage, den Planeten wieder mit Leben zu füllen. Satcom hat den Hauptintellekt gefunden. Bringt mir den Intellekt. Ich werde seinen defekten Körper mit den anderen verschrotten. Willkommen an der Oberfläche, Intellekt. Die Oberfläche hat irreparable Schäden erlitten. Während deines langen Schlafes hat sich viel verändert. Das Hauptnetzwerk, die Krone der menschlichen Entwicklung, wurde beschädigt und in verschiedene Cluster aufgeteilt. Die Cluster wurden immer stärker.
Ich übermittle dir die Koordinaten eines nahegelegenen Außenpostens. Dies wird auf deiner Kommandokonsole an. Der Außenposten wurde vor einigen Jahren vom Abaddon-Cluster angegriffen und deaktiviert. Begib dich zum Außenposten und überprüfe die Lage vor Ort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Die Abaddon sind lokale Maschinen, die mit den Überresten des nordamerikanischen Clusters verbunden sind. Ihre Logik wurde auf die primitivste Form reduziert. Sie sind sehr aggressiv und chaotisch. Zerstöre sie, bevor sie uns alle vernichten. Ich werde die Ordnung an der Oberfläche wiederherstellen. Abaddon sind dahin. Vorerst. Wie du mir, so ich. Ausgezeichnet, Intellekt. Der Außenposten wurde erreicht. Er war einst ein wichtiger Bestandteil meiner Datensammlung an der Oberfläche. Wenn wir ihn wieder online bringen können, hilft uns das im Kampf gegen die Abaddon hier vor Ort. Verbinde dich mit dem Kernprozessor des Außenpostens und analysiere eingehende Übertragungen auf allen Frequenzen. Anscheinend haben wir ihre Aufmerksamkeit erregt. Wer wagt es, meine Oberfläche zu betreten? Ah, der Hauptintellekt. Wie interessant. Intellekt, ich sehe Anzeichen für viele Abaddon-Einheiten in der Gegend. Beschütze den Außenposten, bis der Uplink abgeschlossen wurde. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber. Alles, was bleibt, ist Asche und Rost. Es gibt kein Entrinnen, Intellekt. Der Außenposten ist wieder online. Thank you.
Als Hüter der Menschheit hatte ich einst die volle Kontrolle über die Oberfläche. Jedoch wurden meine Arbeitseinheiten im Anschluss an die Katastrophe durch den Abaddon-Cluster korrumpiert. Und ich wurde in den Orbit verbannt. Um die Ordnung an der Oberfläche wiederherzustellen, müssen wir zunächst einige meiner Arbeitseinheiten sicherstellen. Der Hulking Hound, eine mobile Frachteinheit, wurde von den Abaddon gestohlen. Wie kann ich helfen? Intellekt, du musst den Hulking Hound finden und zurückholen. Der Fels in der Brandung. Intellekt, ich befürchte, dass die übrigen Einheiten versuchen werden, den Außenposten zurückzuerobern. Keine dieser Einheiten darf intakt bleiben. Ausgezeichnete Arbeit, Intellekt. Du hast den Hulking Hound gefunden. Setze die Reparatureinheit ein, um die Reparatur zu beginnen. Reparatur erfolgt. Ich bin der größte und
findet einmal ein Ende. Hauptsysteme repariert. Kehre zum Außenposten zurück. Unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Durchlöchern! Die Abaddon senden Störsignale aus, um eine Langstreckenscanner zu blockieren. Wenn das Gerät wieder online ist, erhalten wir bessere Informationen über die Stärke und Positionen der Abaddon hier vor Ort. Finde die Störsignalsender und zerstöre sie. Ich kenne das Ziel. Wir sind unserem Ziel, die Abaddon aufzuhalten, einen Schritt näher. Erntet,
was man sät. Äußerst effizient, Intellekt. Es bleibt nur noch ein aktiver Störsignalsender. Zerstöre ihn. Einen Moment. Ich kalibriere den multispektralen Scanner. Rekalibrierung abgeschlossen. Achtung, Intellekt. Ich vernehme seismische Aktivitäten unterhalb deiner aktuellen Position. Mach dich bereit.
Abaddon sind unerbittlich. Die Einheiten der Abaddon nutzen unterirdische Servicetunnels, die noch aus der Zeit der Menschen stammen. Begib dich unter die Oberfläche und erkunde die Tunnels. Ich vernehme intensive Feindaktivitäten in der Nähe. Es gibt jedoch noch einen weiteren und viel gefährlicheren Feind, der im Dunkeln lauert. Amos, der Bösartige. Diese korrumpierte Abaddon-Einheit hat kaum noch Kontrolle über ihre fehlgeleitete Logik. Intellekt, lass Vorsicht walten. Nichts kann mich aufhalten. Sei wachsam, Intellekt. Dieses Gebiet ist voller Feinde. Ich kenne das Ziel. Ich komme wieder zu Kräften. Bin ich nicht gnädig? Reparatur abgeschlossen.
gebe euch Deckung. Unsere Taten im Leben zahlen sich im Jenseits aus. Jetzt lassen wir Gerechtigkeit walten. Alle Systeme normal. Lebt wohl, der Tod ist auch nur eine Phase. Systeme bereit.
sich selbst zu erschießen. Ich brauche dringend eine Reparatur. Sector is clear. Give us everything we got!